was unsere Schweiz braucht für mehr Sicherheit, für eine bessere Neutralität, für eine größere Unabhängigkeit, das sind nicht teure Kampfflugzeuge. Die Schlacht der Zukunft, das ist eine Anbauschlacht auf unseren Dächern, um mehr Solarwärme und Solarstrom zu ernten. Sicherheitspolitik, meine Damen und Herren, die darf nicht beim Betrachten von Waffenprospekten mit glänzenden Augen aufhören. Viele Kriege in der Welt, die werden um Öl geführt. Führen wir einen friedlichen Krieg hier in der Schweiz gegen unsere Erdölabhängigkeit? Das hat auch mit militärischen Bedrohungen zu tun. Heute fließt ein großer Teil dieses Geldes in Länder, die nichts dazu beitragen, die Situation in ihren Gegenden sicher zu machen und die im Gegenteil Waffen dann dorthin exportieren, wo sie zu neuen Konflikten führen, deren Folge wir dann an unseren Flüchtlingsströmen sehen. Der Kauf des Gripen, er mindert nicht oder bekämpft nicht ein Risiko. Nein, er ist selbst ein Risiko. Viele haben es gesagt. Ich habe mir die Mühe genommen, den damaligen Bericht zur Mirage-Affäre hervorzunehmen und zu lesen. Wenn man diesen Bericht anschaut, dann sieht man, wie das aussieht. Die Differenz zwischen den Zusicherungen in einer Botschaft, wie gut der Flieger eigentlich praktisch serienreif sei. Und wie es dann 3 Jahre später aussieht, wenn man um Milliarden Nachtragskredite ersuchen muss. Das Fazit haben viele erwähnt, aber ich glaube, man muss es nochmals erwähnen. Kaufen wir nie mehr einen Flieger, der so noch nicht geflogen ist. Natürlich, wir haben einen Demonstrator, sagen Sie jetzt. Natürlich, wir haben Zusicherungen. Natürlich. Vielleicht könnten wir sogar irgendwann zurücktreten. Ich sage Ihnen, was bei uns in der Kommission die Begründung war, weshalb wir unüblich hohe 40% Vorauszahlung leisten müssen. Die Begründung war klipp und klar, hier geht es um die Finanzierung einer Entwicklung und dieses Risiko kann Schweden und können Saab nicht alleine tragen. Das war die Auskunft und damit ist für mich klar, um was es geht. Es ist nicht ein fertiges Produkt. Zum Schluss noch. Ja, wir brauchen eine Luftpolizei, auch das wurde gesagt. Wir haben aber eine Luftpolizei und wir haben die dazu notwendigen Flugzeuge. Andere meinten, was uns fehlte, das ist dann allenfalls noch das Bereitschaftsdispositiv. Ja, das fehlt uns, aber etwas anderes fehlt uns noch viel mehr, nämlich der politische Wille dieser Regierung und dieser Armee, die Courage, dann unseren Luftraum, seine Neutralität auch durchzusetzen, auch dann durchzusetzen, beispielsweise wenn CIA-Flüge mit illegalen Gefangenentransporten über unserem Land stattfinden, dann fehlt es uns nicht an Waffen, sondern schlicht an Mumm und Standfestigkeit. Und meine Damen und Herren, wenn Sie das nicht haben, dann können Sie zu teure und falsche Flieger kaufen, so viel Sie wollen. Sie werden nichts gewinnen.